Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Und heute möchten wir uns mal ganz kurz mit einer Eigenschaft bei Charts beschäftigen. Aber um das zu tun, brauchen wir erstmal ein paar Daten. Und deshalb bin ich hier auf die Yahoo-Finanzen-Seite gegangen, weil wir hier können wir uns historische Kurse von Aktien ziehen. Und ihr müsst hier oben nur einen Ticker eingeben. In meinem Fall ist das jetzt Facebook, also einfach FB hier oben eingeben. Draufklicken, die Kurse abfragen. Und wir können dann einfach bei historischen Kursen hier draufklicken und sehen dann hier sofort die Kurse, Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefstkurs, den Schlusskurs und auch hier einen adjustierten Schlusskurs. So, und genau diese Daten hier möchten wir jetzt mal in Excel importieren und das geht hier ganz einfach bei Yahoo Finance, weil ihr müsst einfach bloß hier unten aufbereitet für Tabellenkalkulationsprogramm da draufklicken und ich gehe da mal auf Speichern. So, und jetzt öffne ich das Ganze mal und das wird sofort in Excel geöffnet, weil das ist als CSV-Datei gespeichert und das ist bei mir als Voreinstellung schon Excel ausgewählt als Programm, das eben CSV-Dateien öffnet. So, jetzt haben wir also hier unsere Daten und wir sehen schon, dass, weil es eben eine CSV-Datei ist, in Excel das so ist, dass die sind mit Komma getrennt, aber eben alles in einer Spalte, in dem Fall alles in Spalte A. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir müssen das erstmal trennen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eine alte oder sehr bekannte Möglichkeit ist Text in Spalten oder Text to Columns im Englischen. Da müsst ihr einfach nur hier oben auf den Reiter Daten gehen und dann Text in Spalten anklicken. Und dann könnt ihr auch genau auswählen, okay, ich möchte es getrennt haben, hier der Datentyp am besten und zwar mit Kommas. Steht auch hier zum Beispiel schon mal als Beispiel. Ich klicke mal hier drauf und sage, in dem Fall ist es eben kein Tabstop, sondern es ist ein Komma, mein Separator, also mein Trennzeichen und bekomme dann hier das so angezeigt. Das passt schon mal. Ich gehe mal auf Weiter. Und eine Sache möchte ich hier aber noch ändern, weil uns interessieren dann vor allem das Datum und der Adjusted Close, den nehmen wir hier. Und wir sehen hier schon, dass das sind eben ja, US-Daten, also beziehungsweise englische Daten, amerikanische Daten wollte ich sagen. Und wir sehen hier, dass der Punkt ist hier eben als im Englischen quasi das Dezimaltrenner. Und deshalb möchte ich hier noch schnell was einstellen, damit das auch richtig dargestellt wird. Also wir möchten hier Dezimalzeichen entsprechend durch Punkt ersetzen und Tausende durch Komma. Ja? Ich möchte das mal so darstellen und klicke mal auf OK und fertigstellen. So, jetzt haben wir das also hier getrennt und alles, was wir jetzt noch brauchen, ist Datum ist ja schon ausgewählt, also klicke ich jetzt noch auf Adjusted Close hier und scroll mal nach unten und habe jetzt auch hier den Bereich ausgewählt. Und was wir jetzt noch tun wollen, oh, ich sehe hier, ist zu viel ausgewählt, ich gehe mal hoch. Wir wollen bloß das Datum, ich wähle das mal und klicke mal hier hin und wähle auch den Adjusted Close aus. So, jetzt haben wir die beiden Werte und ich klicke jetzt mal auf Einfügen, weil ich möchte jetzt ein Diagramm haben und schau mal nach, ich möchte einen Linienchart haben. Ich wähle den mal aus. Hier Linie und bekomme hier direkt mein Diagramm. So. Sieht ja ganz gut aus für den Facebook-Aktienkurs, ja? Können jetzt die Überschrift hier verändern. Könnten sagen, hier Facebook. Nur mal so, um es darzustellen. Okay, so. Das eigentliche, auf was ich jetzt hinaus wollte, war folgendes. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn ich jetzt das Ganze zum Beispiel mal als Tabelle formatiere, also ich kann ja Steuerung T drücken und sagen, okay, meine Tabelle hat Überschriften, passt soweit, hat sie auch. Ich klicke auf OK. So. Und jetzt kann ich ja hier filtern, als Beispiel. Ja? Ich kann ja hier draufklicken und kann sagen, okay, ich möchte jetzt bloß beispielsweise 2015, also das letzte Jahr, weil aktuell sind wir ja noch ein paar Tage in 2016, also ich sag mal, ich möchte nur 2015 angezeigt bekommen. Ja? Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann müsst ihr mal aufpassen, was mit dem Chart passiert. Ich klicke mal auf OK und der Chart ist verschwunden. Ja, warum das? Ganz einfach, weil ihr seht ja, hier oben beginnt jetzt unsere Reihe erst ab Zeile 250, weil eben 2016 ausgeblendet wird. Und ja, das wollen wir nicht. Also was wir wollen ist, wie bekommen wir es jetzt hin, dass der Chart jetzt trotzdem weiter da bleibt, auch wenn wir entsprechend Zeilen ausblenden. Ja? Weil das ist ein Problem, was öfter mal aufgetreten ist, auch bei uns. Was kann man da tun? Also es ist relativ einfach, ihr müsst hier nur was in den Einstellungen ändern. Also ihr müsst einfach nur, wenn euer Chart jetzt hier ist und eventuell müsst ihr später hier filtern oder so, dann geht ihr einfach hier in die Einstellungen rein. Also ihr könnt hier Diagrammbereich formatieren. Und könnt dann hier
bei den Einstellungen, bei den Eigenschaften und könnt dann hier das hier auswählen, also von Zellposition und Größe unabhängig. Und wenn ihr das auswählt und könnt dann einfach wieder rausklicken, das war's schon, weil wenn ihr jetzt beispielsweise den Filter aufruft und wieder nach 2015 filtert, ich klicke mal drauf, klicke auf OK und wir sehen, dass unser Chart letztendlich nicht verschwunden ist. Also er wurde nicht ausgeblendet, sondern blieb da, wo er davor auch war und wir sind trotzdem erst hier ab 2000, ab Reihe 250 entsprechend die Daten nur für 2015. So. Und sehen dann auch direkt, ja, doch, obwohl von 80 auf über 100, doch, war auch da eine ganz gute Performance. Ja, das war es eigentlich auch schon. Der kleine Trick, wenn er schon bekannt war, dann ja, trotzdem vielen Dank fürs Anschauen natürlich. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so oder ein Video wünsche, dann postet das gerne in die Kommentare und ich versuche dann was daraus zu machen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.